Sagen Sie bitte, können wir beginnen? Haben sich alle Rooms zugeschaltet? Ja, guten Tag. Alles gut, wir können beginnen. Manuel sagt, er braucht noch 2 Minuten, dann kann begonnen werden. So, guten Tag. Allgemein guten Tag, guten Abend. Abhängig davon, von wo aus Sie mir zuhören, in welchem Part der Welt Sie sich befinden. Und ich möchte Ihnen gerne eine neue Präsentation zur Verfügung stellen zu einem neuen Projekt unserer Gesellschaft EvoReach. Ich möchte Ihnen heute erklären, worin dieses neue Produkt besteht. Das ist ein neues Produkt, das nämlich die Zusammenarbeit grundlegend beeinflussen kann. Also das wird zur Folge haben, dass man auf die Art und Weise besser an Finanzsicherheiten kommt. All die Menschen, die davon Gebrauch machen, müssen wissen, dass dieses Instrument heute unentbehrlich ist. Wir starten heute dieses Projekt und von Montag an werden wir jeden Tag in verschiedenen Sprachen ähnliche Präsentationen anbieten. Ich danke allen neuen Partnern, die das erste Mal bei so einem Treffen sind und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in unserer hervorragenden Gesellschaft. Bitte wechseln Sie die Seite. Sie sehen, wir werden sprechen über digitale Garantien aus der Entfernung von einem Klick. Das sind neue Grenzen. Wir wollen alles verändern, was die Möglichkeiten angeht, die man von Banken heute bekommen kann, von Seiten der Haushalte, der Familien, der juristischen, natürlichen Personen, der Banken. Noch ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Emanuele Baroni. Ich bin Vertreter des Botschafterrates aus Italien. Ich bin Vizepräsident im Rahmen des Partnerprogramms der Verbrauchergemeinschaften WEF und Leiter dieses Projektes. Digitale Sicherheit. Ich bin zertifizierter Trainer, Meisterprofi, Moderator des Planspiels Genie der Finanzen, Mitglied der Vereinigung Generale der Welt für den Frieden. Denn es ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir keine bewaffneten Konflikte auf unserem Planeten haben. Ich bin außerdem noch Sprecher und Privatinvestor. Ich bin in der Gesellschaft seit über 4 Jahren. So, wir sind daran interessiert, wir alle in dieser Gemeinschaft sind interessiert an der friedlichen Entwicklung.
menschlich, aber auch wirtschaftlich. Deshalb, das ist die Mission unserer Firma. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, dass mir die Möglichkeit zusteht, Ihnen dieses neue Projekt zu präsentieren. Ich war immer Unternehmer, aber ich habe in einem absolut anderen Bereich gearbeitet. Also ich war ursprünglich in der Holzbearbeitung unterwegs, aber die Zusammenarbeit mit der Everidge hat vollkommen meine Ansichten verändert, meine Visionen der Zukunft, und ich möchte hier lange Zeit bleiben. Ich bin aktuell 61, aber ich arbeite mit so einem Enthusiasmus, als ob ich 30 wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Karriere hier nur an dem Tag endet, wo ich diese Welt verlasse. Aber ich hoffe, das wird nicht bald sein, dass ich über 100 werde. Also, Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Sie müssen meinen Vortrag aushalten. Ich hoffe, Sie haben genug Geduld. Wovon handelt es sich heute? Worüber sprechen wir? Was sind wir? Was ist das für ein Projekt? Was sind digitale Sicherheiten? Denn Everidge kennen Sie schon. Wir erzählen, wo wir herkommen, welche Mission die digitalen Garantien haben, welche Instrumente wir einsetzen wollen. Wer wird unsere Endverbraucher sein, unsere Endnutzer? Wir werden nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, ein digitales Rating zu führen. Ebenso sprechen wir über neue Arbeitsmöglichkeiten und über neue Berufe. Darüber hinaus sprechen wir über das Business im Rahmen von digitalen Garantien. Wollen wir nun uns damit auseinandersetzen, was wir sind und wo wir herkommen? Es ist wichtig für Sie vielleicht zu wissen, woher unsere gesamten Ideen kommen. Und nun wechseln wir die Folie und drehen ein Stück zurück. Ich erzähle Ihnen in aller Kürze unsere Geschichte. All die Schritte der Evolution. Sie sehen hier drei Logos und drei Daten. Und Sie sehen, Sie verstehen, dass alles nun geboren wurde in der Akademie für Privatinvestoren im Jahre 2011. Und gerade dort haben wir angefangen, uns mit der Gestaltung von Finanzkompetenzen weltweit zu beschäftigen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit Finanzen anders zu arbeiten, mit Finanzen anders umzugehen. Etwas später, 2014, 2015, kamen wir zu anderen in unserem Rücken haben wir ein ganzes Jahr Vorbereitung, und dieses Projekt kann natürlich so bedeutend werden, kann vieles verändern. Wollen wir uns nicht beeilen und schauen wir uns an, was die Akademie für Privatinvestoren diese ganzen 10 Jahre gemacht hat. Wir sind jetzt ein gigantisches Online-Portal mit 1,6 Millionen Nutzern aus ganz vielen Ländern. Wir haben ganz hervorragende Dozenten, Lehrer mit reichen Erfahrungen auf dem Gebiet Finanzen. Wir machen jeden Tag, wir bieten Unterricht an, damit Sie die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln. Wir machen Gruppenarbeit, Kurse, Individualbildungsmöglichkeiten und Mentoring. Ich möchte Ihnen ein kleines Video zeigen, das all das synthetisiert, wovon die Akademie für Privatinvestoren spricht. Akademie Die für Akademie für Privatinvestoren. Privatinvestoren. Was Wer sind sind wir? wir? Wir sind ein effektives Bildungssystem im 21. Jahrhundert.
Und wir arbeiten jeden Tag daran, besser zu werden. Wir lehren, wie man mit Geld umgeht, wie man es weise verwendet und vermehrt. Wir vermitteln Menschen in 179 Ländern der Welt ein umfassendes Verständnis der Wissenschaft von Finanzen und Investitionen, der persönlichen Entwicklung und des Business. Wir haben viele Programme und Workshops erstellt, die Zehntausenden von vorbereiteten und erfolgreichen Investoren geholfen haben, in den Markt einzutreten und wenden sie mit Erfolg an. Unsere Studenten werden zu Investitionsberatern, Portfolio-Managern und Börsenanalytikern. Wir lernen, wie man Instrumente für ein erfolgreiches Business in 20 Marktsegmenten findet, analysiert und auswählt. Wir lernen, wie man Investitionsportfolios erstellt und verwaltet, indem man das erworbene Wissen in der Praxis umsetzt. Wir unterstützen die Initiativen unserer Studenten und sind auch für Venture-Kapitalprojekte immer offen. Wir sind bereit, auf die Technologie der Zukunft zu setzen. Wir bringen Menschen zusammen und zeigen den Weg zur finanziellen Freiheit. Wir bilden sie weiter und stimmen sie darauf ein, eine neue Realität nach dem Konzept der neuen wirtschaftlichen Evolution der Welt zu erschaffen. Statt der Frage, wie viel verdienen wir, ist es viel wichtiger zu verstehen, wie wir das verdiente Geld sparen und vermehren. Und wir haben die Antworten auf diese Fragen. Wir sind die Akademie für Privatinvestoren. Wir haben unsere Marke erneuert, um effektiver und globaler zu sein, um noch mehr Wissen zu vermitteln. Für die Menschen. Für Sie. Ja, wunderbar. Wie Sie gesehen haben, haben wir viele Innovationen ins Leben gerufen. Insbesondere im Bereich Bildung, Finanzkompetenzen, um Menschen mit neuem Investitionsdenken auszubilden. Wir wollen aber keine unheimlich komplizierten Vorlesungen anbieten, die nur Menschen verstehen können, die bereits eine akademische Bildung bekommen haben oder sogar postgraduierten Studenten waren. Wir wollen der ganzen Welt Kenntnisse bieten. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Video zeigen, das nun unmittelbar der Begründer und der Präsident unserer Gemeinschaft, Andrei Chovratov, aufgenommen hat. Und er erklärt mit simplen Worten, wie es zur Sache geht, worin unsere Mission besteht. Sie, wie Sie unter Verwendung der 8 Grundregeln in sehr kurzer Zeit reich werden können. Was ist wahrer Reichtum? Das kann man mit den 5 Fingern vergleichen. Die 5 Finger einer Hand können nicht ein einziger Finger sein. Dieser, dieser oder dieser. So besteht auch der wahre Reichtum aus 5 wichtigen Elementen. Erstens, Gesundheit. Um reich zu sein, muss man gesund sein. Zweitens, Beziehungen. Sie müssen die richtige Beziehung zu sich selbst, zu ihren Liebsten, zu den Menschen, zur Stadt, zum Planeten, zum Land, in dem sie leben, entwickeln. Drittens, der emotionale Bestandteil. Man muss immer über ein sehr hohes Niveau der Emotionen verfügen, um die richtigen Beziehungen zu entwickeln. Viertens, finanzielle Unabhängigkeit. Viele streben nach Finanzen, danach finanziell reich zu werden. Aber stellen Sie sich einen Menschen mit nur einem Finger vor. Er wird ein Scheusal sein. Daher muss man sich auch harmonisch entwickeln. Und fünftens, die Bestimmung. Dies ist das harmonische Entwicklungsmodell einer reichen Person. Genau darüber werden wir in den 8 Regeln des Reichtums sprechen. Wunderbar, wie Sie am Ende des Videos sahen. Da stand nämlich geschrieben, neue wirtschaftliche Evolution der Welt. Und das ist nämlich unsere Mission. Das ist die Mission, von der wir so auch häufig sprechen. Und jetzt werden wir Ihnen
erklären. Oder jetzt haben Sie das erklärt bekommen von Herrn Andrei Chavrata, von unserem Begründer, und er hat das wirklich plausibel gemacht. Schauen wir uns die nächste Seite an und schauen uns das neue Projekt der Akademie für Privatinvestoren an. Das ist nämlich das Projekt Crypto Unit. Crypto Unit ist ein innovatives Trainingsprogramm, das jedem die Möglichkeit bietet, zu lernen und Miteigentümer eines globalen Portfolios zu werden. Was bedeutet es, Co-Eigentümer, Miteigentümer einer großen Zahl von Unternehmen zu werden, einer Vielzahl von Aktiva, die Gewinn einbringen, der unter allen geteilt wird? Und es ist überhaupt nicht wichtig, ob Sie Zehntausende von Dollars besitzen oder ob Sie einen geringen Betrag investieren wollen. Es bietet sich auch eine solche Möglichkeit. Bevor wir zum Kern unserer Präsentation übergehen, möchte ich ein wenig sprechen über das Projekt Crypto Unit. Wollen wir nun die Folie wechseln, und ich möchte Ihnen jetzt den Fortschritt zeigen, der schon vom Programm Crypto Unit erreicht worden ist. Wie Sie sehen, am 30. März 2019 wurde der Start des Programms Crypto Unit angenommen. Am 8. Januar 2020 kam es zum zweiten Teil in der Entwicklung, zu der zweiten Etappe. Wir haben eine Marktforschung unternommen. Wir haben 8 Monate lang mit Crew, mit Tokenpunkten gearbeitet, um zu verstehen, wie die Finanzwelt auf diese Innovation reagiert. Am 19. April 2020 haben wir angefangen, Transaktionen von Daten auf unserer Blockchain vorzunehmen. Und im August 2020 wurden wir autorisiert durch die SEC, das ist der amerikanische Finanzregulator. Und nach dieser Autorisierung haben wir die Möglichkeit bekommen, unsere Security-Token, Vault-Crew-Token in Umlauf zu setzen. Am 28. Januar 2021 wird das neue Projekt Neue Digitale Revolution ins Leben gerufen. Und nun, welche Voraussetzungen hat es gegeben für die Entwicklung und für die Entstehung dieses Projektes? Die nächste Folie, bitte. Ich bedauere, dass hier manche es nicht verstehen würden in anderen Sprachen, aber ich glaube, es ist auch durchaus verständlich. Sie sehen hier auf dem Hauptfoto den Titel Covid-19, das ist die Pandemie, die nun unsere ganze Welt umgeschmissen hat. Sind viele Firmen pleite gegangen. Viele wurden gezwungen, ihre Tätigkeit einzustellen wegen Lockdown. Die Firmen waren natürlich nicht in der Lage, Gewinne zu generieren. Viele Firmen waren nicht mehr zahlungsfähig den Finanzinstituten gegenüber, die sie wegen Hilfe anrufen wollten, und all die Menschen, die Arbeitnehmer, die für diese Firmen gearbeitet haben, die wurden ebenfalls nicht zahlungsfähig. Denn was ist passiert? Eine Vielzahl von Menschen konnten ihre Schulden in den Banken nicht mehr begleichen. Und sie wurden zu nicht mehr zuverlässigen Zahlern, zu Problemkunden. Und das waren nicht nur Probleme in enger finanzieller Sicht, das waren auch routinemäßige Probleme, tagtägliche Probleme. Also Probleme der Firmen wurden zu Problemen von jedem von uns. Wir können nicht mehr irgendwelche Finanzmittel in der Bank aufnehmen, denn da bekommt man eine glatte Absage. Die Banken wollen Sicherheit haben, die Banken wollen Zahlungsfähigkeit.
sehen Bonität und das kann niemand garantieren, leider in aktueller Situation aufgrund der Situation, die nicht unbedingt in die gewollte, von allen gewollten Richtung geht. Also, wie Sie sehen, haben wir hier die Hauptmission der digitalen Sicherheiten. Und zwar geht es darum, schnell und nachhaltig ein digitales Rating zu etablieren, sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man den Finanzinstitutionen die Chance gibt, die Möglichkeit gibt, oder den Banken oder irgendwelchen Einrichtungen des Finanzbereiches, dass man denen die Möglichkeit gibt, zu kontrollieren, nicht nur die Bonität des Zahlers, um nicht hunderte, Dutzende und Hunderte von Seiten verschiedener Dokumente zu analysieren, sondern um das Projekt an sich analysieren zu können. Also es soll ein System geschaffen werden, das mit unserem Token die Möglichkeit erzeugt, für die Firmen Bonität und Zahlungsfähigkeit nicht von konkreten Personen zu bewerten, sondern der Aktiva, die diesem Menschen gehören. Und diese Aktiva werden unsere Token sein, die Token des globalen Investitionsportfolios. Unsere Aktiva sind Unternehmen, die tatsächliche, reelle Werte und Waren produzieren. Und so werden wir also Gewinne speichern. Wir werden zuverlässige Zahler sein. Und wir werden auch die Zahlungsfähigkeit unserer Mitarbeiter garantieren und auch der Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Wollen wir uns nun die nächste Seite anschauen und werden das traditionsgemäße, das traditionelle System mit dem Neuangeboten vergleichen. Die Vorteile des Systems eines zentralisierten Rankings für die Firmen sind die folgenden. Sie vermeiden Zeitverluste. Wir werden Ihnen garantieren, dass schnell Finanztransaktionen abgewickelt werden, sicher, gefahrlos, effizient und nachhaltig. Denn es geht im Moment nicht mehr um irgendeine konkrete natürliche Person, die die Zahlung garantiert, die Zahlung in Bezug auf das Darlehen, auf den Kredit, der in der Bank aufgenommen wurde, sondern wir werden Sicherheiten geben und werden eine Art Mittler sein. Das Einzige, was natürliche Personen oder Firmen machen müssen, besteht im Folgenden. Sie müssen lediglich das Register unserer Finanzpartner in das Register unserer Finanzpartner eintreten. Und jetzt wechseln Sie bitte diese Seite. Jetzt wollen wir nun analysieren, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um ein Teil unseres Finanzratings zu werden. Wir sprechen jetzt von der Kategorie A. Also, hier wollen wir die Bedingungen der traditionsgemäßen Garantien angehen. Also, Sie mussten zwischen 12 und 15% an Sicherheit aufbringen und das Geld im negativen Fall ging verloren, dann mussten sie das Geld aufs Eis legen für längere Zeit. Selbst nach der Tilgung der Kreditsumme können sie ihr verpfändetes Eigentum nicht sofort bekommen. Also man gibt dafür in aller Regel zwischen 6 und 8 Monaten aus. Die deponierte Kapitalsumme muss 100% des Wertes ausmachen. Also wenn ich angenommen 100.000 Dollar brauche, dann muss ich Sicherheiten, also Geldwerte, Sachen, Immobilien, im Vergleich waren wert, also dieselben 100.000 Dollar. Das erscheint wie ein Paradox, wie ein Absurd, aber so ist es. Lasst uns nochmal die Fristen für die Vergabe dieser Finanzmittel anschauen und vergleichen. Die Vergabefristen beträgen in aller Regel zwischen 90 und 120 Tagen und solche Fristen, insbesondere für Großunternehmen,
die sich mit wichtigen Geschäften mit anderen Ländern betätigen, befassen, können so lange nicht warten. Es ist häufig so, dass das Geld ziemlich dringend gebraucht wird und Firmen müssen auf lukrative Geschäfte verzichten, können nicht interessante Geschäfte abschließen. Lasst uns jetzt all das anschauen, was wir anbieten wollen, dank der Verwendung von digitalen Sicherheiten. Also, wir haben schon über Zeitverzögerungen gesprochen und hier wie den ersten Punkt können wir sofortige Beratung und sofortige Erstellung des digitalen Rankings nennen. Zertifiziert mit Hilfe von Blockchain, statt irgendwelche Dokumente einzureichen, um auf Prüfungen, Analysen, Auswertungen zu warten, eventuelle Besserungen und Berichtigungen, haben Sie sofort Zugriff zum digitalen Ranking. Das heißt, um Ihren Partner zu prüfen, brauchen Sie nur einige Minuten. Wir können sofort, soeben sprechen über garantierte, sofortige elektronische Zahlungen. Darüber sprechen wir auf den nächsten Folien. Die digitalen Garantien werden zertifiziert werden mit Hilfe von Blockchain. Zum Beispiel können Sie Autos mieten oder irgendwelche Geräte oder irgendwas sonst. In der Regel ist es so, dass auch hier ziemlich große Kaution verlangt wird. Wir können hier in unserem Fall sprechen über digitale Sicherheiten, die im Fall von notariell beglaubigten Akten gefragt werden oder in der Arbeit mit Edelmetallen. Wenn wir unser Vermögen verpfänden oder unsere Aktiva, dann bleiben die für eine Weile sozusagen eingefroren und wir können die nicht benutzen. Wir können nicht mit diesem Kapital verdienen. Andernfalls sehen wir, dass unsere Token auch weiterhin arbeiten werden, preistechnisch zunehmen und werden einem die Möglichkeit geben, zusätzliches Einkommen zu bekommen, zu gewinnen. Also der Kurs von unserem Token wird weiter anwachsen und dank dem Staking kann ich auch mit meinen Token teilweise Zinsen meines Darlehens bezahlen. Die Zinsen für mein Darlehen in der Bank dank dem Pfand, der eine Grundlage für die digitale Sicherheit bildet. Ich kann also mein eigenes Finanzprogramm erstellen, meinen Finanzplan und dank meiner Dividenden kann ich auch meine Miete mitunter bezahlen, zum Beispiel für die Wohnung oder ich kann meine Rechnungen bezahlen, Nebenkosten, Strom, Gas und so weiter. Wollen wir die Folie tauschen und wollen wir vielleicht darüber sprechen, was konkret von uns gemacht werden kann. Wie können wir diese Sicherheiten benutzen? Wir wollen eine Art Register aufstellen und dank Blockchain kann das ein Register sein, das absolut sicher zertifiziert ist. Diesem Register können sich Regierungen anschließen, kommunale Verwaltungen und so weiter. Es werden gesonderte Register sein für Finanzinstitutionen mit Banken, Investitionsfonds und so weiter. Es wird ein extra Register geben für Unternehmen, wo sie unter anderem professionelle berufliche Schulungen bekommen können. Und es wird noch ein Register geben extra für Privatpersonen. Es wird eine Art VIP-Club geben und diese Menschen werden unter anderem genieße Ausbildung bekommen. Es ist sehr wichtig, dass sowohl Firmen als auch Privatpersonen die Möglichkeit bekommen, zu verstehen, was sie machen und die Projekte, an denen sie sich beteiligen. Also, digitale Sicherheiten werden sich nach wie vor beschäftigen, mitunter
mit der Finanzausbildung. Der Umfang wird ganz neu sein und wir werden alle bei unseren Webinaren viel Spaß bekommen, wenn wir neue Informationen lernen. Denn jeder Mensch, jede Firma müssen notwendige Kompetenzen haben, notwendige Kenntnisse, um zu verstehen, wie konkret das Ganze funktioniert, wie konkret das Ganze arbeitet, worin die Instrumente bestehen, die man benutzt und von welchen Methoden man am besten Gebrauch macht. Wollen wir nun die Folie tauschen? Also, in welche Richtung gehen wir? Alle gemeinsam gehen wir in Richtung Zuverlässigkeit. Wir suchen nach Zuverlässigkeit in unserer Welt, die sich so schnell verändert. Das ist etwas, was uns fehlt. Für die komplette Zuverlässigkeit muss das Register kapitalisiert sein. Die Kapitalisierung des Registers wird einige Millionen Token World Crew betragen. Was bedeutet das? Alle Firmen, die eine Steuerzahler-ID besitzen, haben, die sich bei uns eintragen lassen in unser Register, und bestimmte Kenncodes bekommen, die werden alle Zugang bekommen auf dieses zuverlässige Register, das ihnen nun die Möglichkeit gibt, all die Summen abzudecken, die sie aufnehmen können als Kredite bei bestimmten Finanzinstituten. Welche Vorteile ergeben sich daraus? Und zum einen die Möglichkeit, an staatlichen Ausschreibungen teilzunehmen, denn heute können die Firmen oftmals nicht an staatlichen Ausschreibungen teilnehmen, weil dort eben ganz große Hürden in Form von Kautionen vorliegen. Und oftmals haben nicht besonders große Firmen keine solchen Beträge zur freien Verfügung. Und wie das Sprichwort sagt, unsere Kraft liegt in unserem Bündnis. Unsere Stärke besteht darin, dass wir alle gemeinsam auftreten. Wenn wir mit einer gewissen Anzahl von Firmen arbeiten, die für dieses satzungsmäßige Kapital sorgen, ermöglichen es, dass man an Ausschreibungen teilnimmt mit egal wie hohen Kautionssummen. Jede Firma bekommt die Möglichkeit, noch einen Gewinn zu erzeugen vom Staking. Und diese Art des Gewinns ist möglich für Firmen, die sich zu uns gesellen auf der Etappe vor Eröffnung des Kundenkontos. Jetzt im Verlaufe von einem oder von einigen Monaten, solange wir noch kein Backoffice haben für unser konkretes Projekt, wollte ich sagen, welche vorteilhafte Bedingungen sich ergeben für die Partner aus der ersten Phase. Wir sprechen jetzt über einige Beispiele. Also, man kann Sicherheiten verwenden für die Kommunikation zwischen Firmen und Privatpersonen, zwischen Firmen und Regierungen. Denn in der Finanzwelt wollen nicht nur Firmen bestimmte Beträge in Anspruch nehmen oder irgendwelche Kredite aufnehmen bei den Banken. Häufig ist es so, dass die Notwendigkeit besteht, eine Interaktion zwischen der Firma A und der Firma B herzustellen. Wegen der Pandemie oder während der Pandemie befinden sich ganz viele Firmen in tiefer Krise. Unsere Lieferanten glauben heute nicht so sehr an die Zahlungsfähigkeit ihrer Kontrahenten. Und genauso ist es auf der gegenüberliegenden Seite. Nicht jede Firma hat die Möglichkeit, jede Lieferung sofort zu bezahlen. Vielleicht will man ein etwas größeres als üblich Zahlungsziel bekommen. Und dank der digitalen Sicherheiten, digitalen Garantien, kann das gewährt werden, kann das gewährleistet werden. Also dank der Zuverlässigkeit unseres Registers und unserer sehr hohen Kapitalisierung
Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, das Ganze aufzufangen, abzusichern. Nun sprechen wir über die Vorteile des Programms für Privatpersonen, denn wir alle können eine Vielzahl von Vorteilen gewinnen. Also, was können wir machen dank einer digitalen Garantie? Wir können also in Geschäfte treten zwischen Privatpersonen, Immobilien, Miete, Fahrzeugmiete. Wir können mit Firmen zusammenarbeiten in puncto Bezahlung von Nebenkosten, Autovermietung und so weiter und so fort. Es wird viel leichter sein, dass man sich einigt mit Bankinstitutionen, um an persönliche Darlehen zu kommen, Immobilienkredite und so weiter und so fort. Denn der Bank wird es einfacher sein, ihre Bonität zu prüfen, dank den kapitalisierten Sicherheiten, die mit unserem Token abgesichert sind. Sprechen wir zum Beispiel über Immobilien. Jeder von uns würde gerne wollen, eine eigene Wohnung zu haben. Das kommt leider nicht immer so, wie wir uns wünschen. Oftmals sind wir gezwungen, Häuser oder Wohnungen zu mieten. Heute ist es leider häufig so, dass Menschen Arbeit verlieren, Jobs verlieren und sie müssen wählen. Kaufe ich Lebensmittel oder bezahle ich die Miete? Wenn einer nicht an Miete denken müsste, wäre es bestimmt viel leichter, wäre das Leben viel einfacher in dieser instabilen, der sich schnell verändernden Welt. Also, wie kommt das in aller Regel? Wie funktioniert das in aller Regel? Wir müssen auch an den Vermieter eine Kaution zahlen, statt die Summe auf Eis zu legen, die 2 oder 3 Monatsmieten beträgt, kann dem Wohnungsbesitzer, dem Hausbesitzer ein Betrag in Token zur Verfügung gestellt werden. Diese Token steigen preislich jeden Monat. Dank dem Staking besteht die Möglichkeit auch, dass man Dividenden, dass man die Prozentsätze bekommt. Und wenn ich sogar den Job verliere, habe ich das Problem erleichtert davon, dass ich diese Einnahmequelle habe und davon kann ich zumindest einen Teil meiner Miete bezahlen. Das ist also auch eine ganz hervorragende Möglichkeit für uns alle und so können wir auch Pläne aufbauen für die kommenden 10 Jahre. Und nun möchte ich Ihnen zeigen, welche Ziele es geben kann und welche Errungenschaften es geben kann bei den digitalen Garantien. Welche Ziele haben wir uns nun vorgenommen? Ziele, die unser globales Investitionsportfolio absichern können. Unter anderem mit 10 Millionen von Firmen, und das ist wirklich ein geringer Teil von allen Firmen, die jetzt schon weltweit agieren im realen Sektor der Wirtschaft. Und wenn man dazu noch 100 Millionen Privatpersonen nimmt, würden wir im nächsten Jahrzehnt für einen Umsatz im Wert von 25 Milliarden Dollar sorgen, indem wir nur Bildung an Privatpersonen verkaufen. Wenn wir noch die Umsätze der Firmen hinzufügen, so bekämen wir noch weitere 2,5 Milliarden Dollar. Der Umfang des Marktes an Token zwischen den Firmen, denn Sie verstehen, Firmen brauchen Token, um sie als digitale Garantie zumindest zu benutzen. Die Nachfrage nach unseren Token wird natürlich auch dafür sorgen, dass der Marktpreis davon steigt. Und wir werden also einen Umsatz generieren, ein Volumen des Marktes im Wert von 800 Millionen Dollar. Um die vollkommene Transparenz unserem Projekt zu verleihen, brauchen wir echte Profis. Und das werden gerade die Menschen
sein, die vollkommen gut darauf vorbereitet sind, um Bildungspakete den Firmen zu verkaufen, den privaten Personen zu verkaufen, nachdem diese bestimmte Kurse durchgehen, von denen wir ein wenig später ein paar Worte verlieren. Wollen wir nun die Folie wechseln und wollen wir uns anschauen, welche neuen Berufe damit einhergehen werden. Sie sehen hier, also Sie sehen die erste Figur, den ersten Beruf, das ist ein Signaler, das ist ein Benutzer der an der Average Community Gemeinschaft teilnimmt. Er macht die ersten Treffen mit Firmen und versorgt sie mit ersten Informationen. Er informiert sie, dass so ein Projekt existiert, das teilweise oder gänzlich die Probleme der Unternehmen lösen kann. Nachdem die erste Information erhalten worden ist, haben wir neue Profis, also Personen, die über eine Qualifikation eines digitalen Verkäufers verfügen. Also ein Digital Seller, digitaler Verkäufer, ist ein Mensch, der geschult ist im Verkauf von neuen digitalen Produkten, mitunter digitale Garantien. Die Firmen müssen unbedingt unsere Bildungsangebote wahrnehmen, wenn sie dieses elitäre Projekt betreten wollen, in das Projekt eintreten wollen, in das Register. Und Firmen werden natürlich noch Digital Manager brauchen. Und zwar Experten, die sich spezialisieren, werden auf der Tätigkeit von digitalen Garantien, die werden in entsprechende Liste eingetragen werden. Und sie werden mit Lizenzen ausgestattet, um mit unseren Produkten zu arbeiten. Wollen wir uns im Detail anschauen, was nun all diese Menschen machen werden. Also ein Signaler wird Informationsmaterialien den Firmen zur Verfügung stellen. Die Firmen werden sich das Ganze anschauen und sagen, zum Beispiel, gefällt uns sehr, wir möchten uns ganz gerne mit der Problematik näher, enger vertraut machen. Und hier kommt auf die Bühne schon ein digitaler Verkäufer, Digital Seller. Wollen wir die Seite wechseln und uns anschauen, womit sich diese Person konkret beschäftigen wird. Also, wie ich soeben gesagt habe, Digital Seller ist ein professioneller Verkäufer. Warum ist er ein Profi? Denn er kann diese Qualifikation erhalten, zuerkannt bekommen nach einem Bildungskurs, nach einer Prüfung, die er ablegen soll. Und danach bekommt er die Ausbildung, die er braucht, um mit Geschäftsführern der Firmen zu sprechen oder mit Finanzleitern und so weiter. Und er wird noch dafür sorgen, dass sowohl Firmen als auch natürliche Personen in unserem System registriert werden. Digital Seller, digitaler Verkäufer, muss über bestimmte Eigenschaften verfügen. Ich spreche jetzt nicht explizit über irgendein Diplom einer teuren Universität. Das meine ich nicht damit. Wollen wir uns anschauen, was die Anforderungen an unsere digitalen Verkäufer sein werden. Also es ist nichts Unmögliches, nichts Unrealistisches. Also es ist ziemlich einfach. Man muss eine Ausbildung durchlaufen. Man muss sich als Einzelunternehmer registrieren, der die Mehrwertsteuer, mit unserem wichtig, die Mehrwertsteuer bezahlt. Die Firma selbst gibt die Möglichkeit, den Kurs zu abzuschließen. Das ist ein Basiskurs mit der Dauer von 3 Tagen. Danach können Sie die Arbeit starten. Wir werden Sie unterstützen auf jeder neuen Stufe Ihrer Tätigkeit. Nachdem Sie sich in Ihrer Tätigkeit gestärkt haben, können Sie sich registrieren als Einzelunternehmer, um gesetzeskonform alle Steuern zu bezahlen von sämtlichen Einnahmen.
wollen wir uns die nächste Seite anschauen. Wir sprechen über die nächste Stufe, über den Beruf eines Digital Managers. Und hier wird gesprochen von der Liste A und von der Liste B. Wer sind nun die digitalen Manager, die für dritte Personen sich einsetzen können? Das werden Personen sein, die die eigenen Kundenkonten führen werden oder die Kundenkonten ihrer Firmen betreuen sollen. Sie werden Smart Contracts ausfüllen für ihre eigenen Firmen. Darüber hinaus können sie auf die B-Liste aufgenommen werden und diese Personen haben die Möglichkeit, Tätigkeiten in Bezug auf Dritte umzusetzen, durchzuführen. Denn natürlich haben Privatpersonen keine eigenen Digital Manager, aber auch die haben manchmal die Notwendigkeit, irgendeinen finanzrelevanten Vertrag zu Digital Manager angerufen werden, der in der Funktion eines Beraters auftreten soll. Oder es gibt vielleicht Firmen, die ganz dringend es wollen werden, eine Finanzgarantie zu bekommen, eine digitale Finanzgarantie, wenn die Mitarbeiter noch nicht so weit sind, unseren Kurs abzuschließen, kann auch die Firma ganz schnell einen gewissen Spezialisten, einen digitalen Manager anrufen und er gegen eine gewisse Bezahlung kann diese Dienstleistung anbieten. Nachdem eine gewisse Anzahl von Menschen da ist, Lizenzierte und gut Ausgebildete, werden wir offiziell einen offiziellen, formellen Prozess starten, der mitunter auf staatlicher Ebene es zulässt, in das Verzeichnis der Berufe auch diese Tätigkeitsarten aufzunehmen. Diese sind ohne Zweifel in der digitalen Zukunft und in der Welt von neuen Möglichkeiten von überaus großer Bedeutung. Die Bildung muss natürlich unterschiedlich kosten, denn wir können nicht die Finanzströme vergleichen, die Finanzströme der großen Holdinggesellschaften und der Kleinstunternehmen und der Ich-AGs. Wollen wir die Seiten tauschen und wollen wir uns die Preise unserer Bildungsangebote anschauen? Wir haben hier 5 Stufen. Abschnitt 1, da sind Menschen, von denen ich früher gesprochen habe, da sind Menschen, die berechtigt sind, ihre Tätigkeit auszuüben, zum Beispiel mit Transaktionen mit Familien, mit privaten Personen und so weiter und so fort. Wenn sie also im kleinen Umfang digitale Garantien bearbeiten können. Abschnitt 2, Nutzungsrecht im Bereich Privatunternehmer. Diese Kompetenz kann sich beziehen auf kleinere Unternehmen, zum Beispiel GmbHs, aber natürlich keine AGs. Denn AGs fangen erst an in Abschnitt 4, in der Stufe 4. Und zu der Stufe 5 gehören Manager, die schon mit ganz großen Holdinggesellschaften arbeiten können. Denn in einer Holdinggesellschaft sind eine Vielzahl von Firmen vereint. Die sind des Öfteren verbunden miteinander mit sehr mannigfaltigen finanziellen und wirtschaftlichen Beziehungen. Und hier muss der Mensch wirklich ein Profi durch und durch sein. Das Wichtigste, um hier Erfolg zu bekommen, um aus den schwierigen Situationen herauszukommen, die unsere heutige Zeit uns allen bereitet, wollen wir jetzt die Seite wechseln und Sie lesen hier ein Zauberwort. Das brauchen Sie heute, obwohl Sie angefangen haben, das schon gestern zu tun. Also unser Zauberwort heißt Schulung, heißt Bildung.
Und viele mögen sagen, ach, was soll das? Ich habe schon den also voll davon, wie lange kann man lernen? Ich bin nicht mehr in der Schule. Wir zeigen ihnen aber, worin die Schulung, worin die Ausbildung zu digitalen Sicherheiten besteht. Das wird eine Schulung sein, von der wir später sprechen werden. Bitte tauschen Sie die Folie. Also, worin werden unsere Kurse bestehen? Das werden nämlich Kurse sein zu 15 verschiedenen Abschnitten, 60 Stunden, jeweils 4 Stunden in jeder Sache, in jedem Abschnitt. Es ist ziemlich einfach. Warum? Weil dies wir werden auch den privaten Personen die Möglichkeit geben, in diese wir werden also den Privatpersonen auch die Möglichkeit geben, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Wir werden die Bildungsangebote an alle verkaufen, die ein Teil unseres Projektes werden wollen. Wir bereiten jetzt Informationsmaterial in vielen Sprachen und stellen Sie sich vor, man kann hier von zu Hause aus vor dem Computer sitzend kann man über eine bequeme Plattform sich Unterrichtseinheiten anhören. Diese Einheiten stehen mir gänzlich zur Verfügung. Ich habe immer die Chance, mir das eine, das andere noch einmal anzuhören, anzuschauen, um die eventuellen Fragen zu klären, um sich auch die Prüfung Blocks vorzubereiten, die am Ende einer jeden Einheit kommen. Wir verstehen, wir arbeiten mit ganz beschäftigten Menschen, Unternehmer. Deshalb haben wir unsere Vorlesungen in ganz kleine Stücke geteilt, damit man diese Abschnitte erledigen kann, in kurzen Pausen. Das bietet einem die Chance, sich mit den neuen Projekten auszukennen. Neue Projekte, neue Innovationen, die ein Teil unseres Lebens werden. Noch ein Jahr oder noch 2 Jahre und die Finanzwelt wird sich komplett verändern. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Sehr bald werden wir in der Welt von Kryptowährungen leben, in der Welt von Blockchain. Dem gehört die Zukunft und wir haben heute all die Verfahren uns angeschaut, die besten Verfahren, damit alle Menschen, nicht nur junge Menschen, sondern auch, sagen wir so, erwachsene, reife Menschen, ich meine mich zum Beispiel, ne, mit meinen 60 Jahren, also auch diese Menschen können mit großer Leichtigkeit diese Innovationsthemen durchnehmen. Wollen wir uns anschauen, wie viel so ein Bildungspaket kosten wird? Das ist ein wunderbarer professioneller Kurs, aber wir wollen diesen Kurs für alle zugänglich machen. Und so haben wir das aufgeteilt in einige Pakete. Bildung für Privatpersonen, Schulung für Privatpersonen, Standardschulung für Menschen, die persönlich digitale Garantien im Rahmen unserer Gemeinschaft verwenden wollen. Zum Beispiel als Kaution, als Pfand für ein Auto, für irgendeine wunderbare Reise, die man buchen könnte über ein Reisebüro. Hier sprechen wir also über persönliche Nutzung und private Nutzung von Garantien innerhalb der Gemeinschaft. Und so ein Paket kostet nur 100 US-Dollar. Der nächste Schritt bedeutet Schulung plus. Es handelt sich dabei um Menschen, die heute schon wissen, dass sie digitale Garantien
verwenden wollen im Rahmen unserer Gesellschaft, um diese Garantien an Dritte zu übertragen. Dabei wird man noch Banken oder sonstige Finanzeinrichtungen verwenden, einsetzen wollen, um Zugriff auf bestimmte Finanzierung zu bekommen. Größere Summen der Finanzierung. Und somit ist dieses Paket $400 wert. Und auch hier sprechen wir von der Schulung für Privatpersonen. Schauen wir uns nun die nächste Folie an. In der Akademie für Privatinvestoren können Sie sehr schnell auch ein Kundenkonto finden von unserem Projekt Digitale Garantien, und das ist sehr wichtig, Informationen zu haben, denn ohne Vorbereitung mache ich durchgehend Fehler. Wenn ich gut vorbereitet bin, lasse ich keine Fehler zu und ich kann mit Leichtigkeit mein Leben verändern. Hier, wenn wir schon über die Schulung für die Firmen sprechen, sehen wir, dass Preise auch nicht so sehr groß sind. Wir haben uns bemüht, jedem Zugang zu diesem Projekt zu geben. Die Schulung 1, gedacht für Privatunternehmer und Freiberufler. Die Schulung erste Stufe kostet $2.500. Die Schulung zweiter Ebene, einschließlich der Arbeit mit Unternehmen auf der Ebene von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Dieses Paket kostet $5.000. Und nun, denke ich, wird es ein großer Vorteil für Firmen sein, denn deren Ausgaben für den Zugang zu Bank- und Finanzdienstleistungen, ihre Ausgaben sind aktuell weitaus höher. Und bevor man mit sowas beginnt, sollte man einen Code bekommen als Zugang zum digitalen Register. Aber den Zugang zum digitalen Register bekomme ich nur nach dem Abschluss des entsprechenden Ausbildungskurses, wo ich eine entsprechende Schulung, wo mir detailliert erklärt wird, was der Gegenstand der Arbeit ist und was das Werkzeug, das Instrument unserer digitalen Garantien ist. Und sprechen wir jetzt nun darüber, wie viel die Registrierungsverschlüsselung kostet. Registrierung vor der Eröffnung eines Kundenkontos kostet $2.500. Und hier gewähren wir Ihnen den Zugang zum Staking, und so können Sie noch sich ein zusätzliches Einkommen sichern. All die Firmen, die sich entscheiden, Schulungen für die Mitarbeiter zu kaufen, bekommen bis 2030 einen Gewinn, eine zusätzliche Einnahme von Staking, von der Anzahl von Token, die wir als Sicherheit für die konkrete Unternehmung aufbringen. Und diese Anzahl von Token gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft diese Allianz von Firmen zu gründen, von der wir früher gesprochen haben. Und das sorgt für ein Stammkapital, das uns nun die Möglichkeit gewährt, an Ausschreibungen teilzunehmen. Jede Tätigkeit somit soll abgedeckt werden und so weiter und so fort. Wir können uns beteiligen an den Einkäufen der kommunalen Wirtschaft, der städtischen Verwaltung und so weiter und so fort. Denn diese digitalen Garantien sorgen dafür, dass die Zuverlässigkeit und die Seriosität unserer Vorhaben bestätigt werden. Also wir werden
natürlich noch die Möglichkeit haben, Einnahmen von Staking einzukassieren. In Zukunft, wenn das Kundenkonto anläuft, richtig anläuft, werden wir es so organisieren, dass Menschen gewisse Beträge entrichten. Diese Summen erscheinen kleiner, aber hier muss man sehen, das ist nur der die Bezahlung des Eingangs, des Einstiegs in das Projekt. Denn sehr bald wird das ein geworbenes Projekt. Im Moment wird es wohl so sein, dass mancher uns vielleicht nicht glaubt, dass er sagt, ja, wir warten ab, na, mal schauen, ob das richtig anläuft und so weiter und so fort. Und eben deshalb gibt es am Anfang ganz andere Stadtbedienungen. Und wie gesagt, die Registrierung vor der Eröffnung eines Kundenkontos kostet 2.500 Dollar. Und darauf erhält die Unternehmung eine gewisse Zahl von Token. Diese Token werden zur Verfügung gestellt und man hat darüber hinaus noch die Möglichkeit, vom Staking Verzinsung zu bekommen. In Zukunft werden Firmen einfach diese Summen zahlen, die unten auf der Folie geschrieben stehen, um ein Teil unseres Projektes werden zu können, um an den Ausschreibungen, an den staatlichen Ankäufen und so weiter und so fort teilzunehmen. Wollen wir nun die Seite wechseln? Ich habe noch nicht abgeschlossen. Und wollen wir nun darüber sprechen, wie wir all die Personen bezahlen, entlohnen, die mit uns zusammenarbeiten werden. Darunter auch die ersten Teilnehmer, die Informationen für unsere potenziellen Kunden anbieten werden, werden sofort honoriert. Bevor das Kundenkonto eingerichtet wird, funktioniert das System der Belohnung im System von EvoRich. Sobald die Garantien anlaufen, wird sich der Marketingplan verändern und die Summen werden die sein, die Sie auf der Folie sehen, die Sie der Folie entnehmen können. Wenn also die Person sich entscheidet, unsere Bildungspakete zu erwerben und in das Register eingetragen zu werden, bekommen natürlich die Teilnehmer auch ihre Dividenden. Auch die erste Kontaktperson, die informiert hat über die entsprechende Möglichkeit der Signaler, wird natürlich auch sein Einkommen, sein Gewinn verbuchen und nicht die einmalige Kommission, sondern es wird auch ein Prozentsatz fällig sein. Digital Seller bekommt 7% von dem Paket, das erworben werden wird von irgendeiner konkreten Firma. Vielleicht entscheide ich mich, Digital Seller zu sein. Vielleicht entscheide ich mich, ohne den Informator weiterzuarbeiten, den Informant, und dann bekomme ich 7%. Und zwar auf der Stufe 1 und 7% einmalig für die für die Unterzeichnung des Vertrages. Also ich habe zwei Arten von Verdienst. Unser Projekt wird natürlich ständig Menschen brauchen. Und wir haben schon Firmen, die unmittelbar am Projekt digitale Sicherheiten arbeitet. Es wird also eine Firma sein, die für uns zum Beispiel Broschüren erstellt, irgendwelche Informationsmaterialien und so weiter. 5%
werden aufgewendet werden für die ganze Arbeit, die sich hinter den Kulissen abspielt, nennen wir das so. Also, die Firma verdient unter anderem dann, wo sie Gewinn verbuchen. Und nur in diesem Fall, wenn die Arbeit von Digital Sellern und Digital Managern maximal erfolgreich ist. Also die Firma ist natürlich sehr interessiert daran, um ihnen gut geeignete Schulung anzubieten und gut geeignete praktische Vorbereitung. Wir haben uns den Marketingplan im Allgemeinen angeschaut und jetzt möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie etwas mehr Details zeigen. Wir sprechen hier über die Belohnung eines Digital Sellers, eines digitalen Verkäufers. Was bekommt nun der Verkäufer vom Verkauf dieser Bildungseinheit? Ich glaube, es wird ein leichtes sein, eine solche Schulung zu vermarkten. Und vom kleinsten Paket an, vom Paket im Wert von 2.500 US-Dollar, das wir an die Einzelunternehmer verkaufen werden, erhalten sie jeweils 175 US-Dollar. Und hier möchte ich eine wichtige Sache betonen. Wir haben diese vier Kategorien hier aufgeteilt, aber lasst uns irgendeinen Profi anschauen und dieser Profi sagt womöglich, ja, für mich kostet die Schulung 2.500 Dollar, aber ich will absolut vorbereitet sein, spitzenmäßig vorbereitet sein. Ich will mich vertiefen in diese neuen Innovationstechnologien. Ich will mich auskennen in allem und deshalb entscheide ich mich dazu, ein ausführlicheres Paket zu kaufen. Ich will 5.000 Dollar ausgeben. Vielleicht irgendeine Gesellschaft, eine Firma sagt, ich kaufe nicht das Paket für 12.500 Dollar, was eigentlich ausreichen würde. Aber die Gesellschaft, die Firma entscheidet sich, sich mit dem Thema detaillierter vertraut zu machen und will ein Paket für 25.000 Dollar erwerben. Also stellen Sie sich vor, welche Summen Sie in Empfang nehmen können, wenn Sie in einer Woche nur vier Pakete verkaufen. Rechnen Sie das selber durch. Und Sie sehen hier, ich habe es hier geschrieben, Belohnung von der Schulung. Vergessen Sie aber nicht, dass wir noch einen weiteren Marketing, dass wir noch den Marketingplan haben. Und wenn die Firmen kurz werden, um in unser Register eingetragen zu sein. Die nächste Folie erzählt uns über die Strategie zum Erfolg. Absolut klar und deutlich und plausibel. Sie müssen sich unserer Gemeinschaft anschließen unserer Gesellschaft. Sie sollten den Code reservieren. Sie müssen die Schulung kaufen. Sie müssen die Schulung absolvieren, die Prüfung ablegen, digitale Bewertung erstellen. Davon braucht man zwischen 3 und 6 Monaten. Token kann man kaufen auf dem freien Markt. Crew können gekauft werden oder es können sogar World Crew, UGP, erworben werden. Die Mechanismen kennen Sie ja mittlerweile perfekt. Und man braucht noch ein digitales Ranking. Und um die Möglichkeit zu bekommen, an einem digitalen Ranking teilzunehmen, braucht man bestimmte Kapitale mit Token. Die Firma muss sich registrieren im Register. Nachdem die Kodifizierung zuerkannt worden ist, muss die Tätigkeit in unserer Gemeinschaft aufgenommen werden. Digitale Sicherheiten werden erstellt und Geldmittel von der Bank fließen. Ich glaube, die Strategie ist durchaus simpel und heute will ich Sie nicht zu sehr mit Details belästigen, denn ich verstehe, es ist ein neues Projekt und das alles hier ist für Sie ziemlich kompliziert. Aber ich wünschte mir, dass Sie sich ein paar Gedanken machen über
die Mächtigkeit unserer Crew hier in diesem realen Leben. Denn nicht alle von Ihnen wissen noch, über welchen Reichtum wir verfügen, über welche Vorteile wir verfügen. Die Welt hat sich natürlich in den Milliarden von Jahren verändert. Und wenn wir von den kleineren Zeiträumen sprechen, so sehen wir auch ein paar Unterschiede. Ich möchte, dass Sie sich diese simplen Beispiele anschauen. Warum spreche ich hier von Brot und von Reis? Die Welt ist bei uns aufgeteilt in zwei Hälften. In die östliche Hälfte, die als Grundnahrungsmittel Reis verwendet, und der westliche Teil, der überwiegend vom Brot als Grundnahrungsmittel spricht. Also Mehl, um Brot zu produzieren. Also im Jahr 2019 hat ein Kilo Brot 3,2 US-Dollar gekostet, also etwas mehr als 3 Dollar. Und das wären 2206 Crew. Heute im Jahre 2021 kostet ein Kilo Brot etwas mehr, 3,7 US-Dollar. Aber Sie sehen, wie viel billiger, wie viel günstiger es geworden ist in unseren Crew, in unseren Einheiten, in unseren Crew. Lasst uns anschauen, was wir im Jahre 2023 erleben werden. Das Brot wird teurer sein, 4 Dollar, aber in Crew wird das ein ganz anderer Preis sein. Das wird 0,03 Crew sein. Und ein Crew ist bis dahin 114 Dollar wert. Dasselbe sehen wir am Beispiel Reis. Ein Kilo Reis würde im Jahr 2019 827 Crew kosten, im Jahr 2021 5 Crew und im Jahr 2023 sind es 2 Cent auf Crew. Wir wechseln die Folie und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich noch ein paar andere Sachen überlegen. Wir haben den Preis von 1 Gramm Gold angenommen und bestimmte Preise für Aktien gewisser Gesellschaften. Und wir haben natürlich die Aktien von Ferrari genommen. Denn Ferrari ist natürlich eine Legende, ist eine Sage in unserer Welt. Das ist eine der Firmen, deren Aktien Gold wert sind. 1:1, man kann sagen. Und diese Aktien werden ständig teurer. Also die sind wirklich wie Gold immer oberhalb. Was passiert mit Gold? Im Jahr 2019 kostete 1 Gramm Gold 40 US-Dollar. Und das war ein Äquivalent von knapp 28.000 Crew. Im Jahre 2021 ist Gold an Preis zugenommen. 1 Gramm kostet 55 US-Dollar, aber in Crew ausgedrückt kostet das Gold wieder weniger. 137 Crew. Und selbst wenn Gold auf 75 Dollar auf Gramm geht, wird das weniger sein als ein Crew. Und dasselbe wird passieren mit Ferrari-Aktien. 2019 kostete eine Aktion 142 Dollar und das waren fast 98.000 Crew. Im Jahre 2021 kostet eine Aktie 203 US-Dollar und das gleicht 500 Crew. Und im Jahre 2023 kostet eine Aktie weniger als 3 Crew. Ich möchte jetzt die Seite wieder wechseln.
Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass die Kaufkraft des Kru nur weiter zunehmen wird. Also sehen Sie mal, im Jahre 2021, heute, können wir ein Kilo Brot kaufen. Im Jahre 2023 können wir von dem Preis 286 Kilo Brot erwerben. Sie müssen sich nur vorstellen, für 5 Kru kann ich heute ein Kilo Reis kaufen. Und übermorgen im Jahre 2023 kann ich 286 Kilo Reis kaufen. Also, die Kaufkraft von Kru hat dermaßen stark zugenommen. Sehen Sie mal, was mit dem Token in so kurzer Zeit passiert ist. Wir können solche Schlussfolgerungen machen, denn wir können auf eine Geschichte zurückblicken, auf die 2 Jahre Geschichte unserer Kru-Token. Und wenn wir das verstehen, so können wir das auch unseren Firmen erklären. Sehen Sie, was wir gewonnen haben nach der Erschließung dieses Marktes vor 2 Jahren. Die Firma hat uns all die Möglichkeiten sogar geschenkt. Wir arbeiten vollkommen getrost und ruhig. Wir müssen nur Geduld haben und wir können all die Probleme komplett bewältigen. Die Probleme unserer ganzen Gemeinschaft. Und so erreichen wir die Mission der NWIF. Wir werden die Träume von Andrei Chavratov umsetzen. Wir werden die größte Gemeinschaft weltweit. Wir können Produkte verwenden, sowohl als aus unserer Activa als auch im Rahmen des Erwerbs von anderen Investitionsinstrumenten. Und das wird uns die Möglichkeit gewähren, schönes Leben zu führen. Wir werden gute Kleidung kaufen können, wir können reisen, wir können gute, qualitativ hochwertige Lebensmittel erwerben. Wir werden Miteigentümer von Firmen sein, die für uns arbeiten werden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr belästigt. Ich danke Ihnen für die Zeit und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen und ein ganz schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.